Ja, Mensch, passiert. Ich hoffe, dann ist die Schlägerei schon so ausgebrochen, dass ich mich ein wenig verwundert auf ihn runterschauen kann, nach links und rechts schauen und mich rückwärts ganz aus der Taverne rausbugsieren, bevor das noch zu viele mitbekommen. Ja, du verlierst so ein bisschen das Bewusstsein. Also du siehst einfach nur noch rot, irgendwas glüht in dir durch. Und als du dann wieder zum Bewusstsein kommst, stehst du mitten in der Taverne, um dich herum schlagen sich drei andere Leute und du siehst, wie derjenige, der vor dir eben saß, in deiner Armbeuge hängt und gerade sehr, sehr schlaff wird. Da bekommst du das Bewusstsein wieder und guckst so ein bisschen irritiert an ihm herum, wenn seine Arme dann nach vorne sacken. Der Dämon um deinen Hals kichert leise. Ja, ich laufe ein paar Schritte mit ihm rückwärts und buxiere ihn in einen Stuhl hinein und dann mache ich, dass ich da rauskomme. Er hat schon zu viel getrunken. Würfel mal auf paar Schauspielerei. Nee, Schauspielerei ist ein Schauspiel und das habe ich natürlich nicht. Das ist das, was typisch Donny immer sagt, ne? Überreden, dann ist es Überreden. Erzählt? Lüge? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ist ja keine direkte Lüge. Nee, es Okay. ist keine Lüge. Es ist nicht eher überzeugend. Ich kann falschen. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Wie getötet? Wieso Es war kein getötet? Mord, es war nur Totschlag. Im Knast kommst du für beides. Wir werden den Aber Knast diesmal wiedersehen. setze ich mein Glück rein für den 20, für die 20. Oh Gott, Und Frosty das hat die ist. Karten für den Knast noch. Und ich habe 15 Okay, Punkte keine über. Sorge. Wir holen dich raus und lassen deinen Quizlinger da. Können wir nicht den Quinzlinger für Marix benutzen? Ich meine, ich kann nicht im Rudel beschwören, so. Wenn du den Quetzlinger rufst, dann kommt er sowieso schon als Diamantis, weil das seine letzte Form war. Du schon wieder. Der Quetzlinger sagt, ich mach alles, schick mich nur nicht zu der Alten zurück. Ja, du kannst dich aus der Taverne flüchten. Du weißt auf alle Fälle, dass zwei deiner Leute von Mr. Pluck mit dabei waren und du jetzt fehlst. Die haben auch die Schlägerei mitbekommen. Wahrscheinlich haben sie selber so ein bisschen mitgeprügelt. Zumindest ist dein Gegenüber jetzt tot und du Ja, flüchtest Mensch, aus der das Taverne. passiert. Also heißt ja nicht, dass ich einen Dämon unter dem Hals habe. Manchmal stirbt jemand so einer Schlägerei. Okay, dann trefft ihr euch wieder auf dem Schiff. Ungefähr 4, 5 Stunden später. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Eine kurze Sache: Auf dem Rückweg von der Löwenburg würde ich noch gerne beim Ingrim-Tempel vorbei und mich nach den örtlichen Zwergen erkundigen, ob es da welche gibt und ob ich von denen eventuell Material beziehen kann. Ja, die wirst du hier finden, und zwar nur hier um den Ingrim-Tempel herum. Wirklich verlassen tun sie den nicht, und wenn, dann wohnen sie im Harz, denen direkt um die Ecke. Und die haben auch Materialien. Kommt halt ein bisschen Cool. drauf an, was du haben willst. Naja, ich habe an exquisite Materialien gedacht. Also wahrscheinlich werden sie das nicht haben, Zwergengold. Warum nicht? Hätte ja sein können, dass sie das nicht haben, weil es ein eher seltenes Material ist. Ja, doch, also wenig, die haben ein paar, ein bisschen was, also so ein Goldbarren oder so haben sie da. Müssten sie Okay. zusammenkratzen, also der Goldbarren könnte dann wieder zusammengeschmolzen werden, sag ich mal. Also, hier da, einer hat einen Krümel da, der andere hat einen Krümel hier und so weiter. Und wenn du dich dann zusammenkaufst, dann kommst du da auf sicherlich einen Barren. Alles klar, dann wie viel kostet mich der? Musst du nachgucken. Alles klar, dann ziehe Preise ich mir habe ich das nicht im ab. Kopf. Nicht für Zwergengold. Alles gut. Zwergengold nicht einfach nur normales Gold? Nein. Nein, schwerer als normal Gold. Es kommt dann wahrscheinlich aus den Beilunker Bergen. Nein, es kommt. Das Abfallprodukt von kommt. Titanium. Aus den Genau. Beilunker Bergen kommt gar nichts mehr. Nein, Zwergengold kommt von den Goldfelsen. Ist doch klar. Unter anderem. Ja. Und ist halt gegen Korrosion und so weiter und so fort beständig. Und ist eher so Rotgold. Das ist normales Gold auch. Das ist der Punkt an Edelmetallen. Nee, was auch unempfindlich gegen Königswasser, zum Beispiel auch Königswasser. Ja, auch Gold ist Genau. unempfindlich gegen. Nein, Gold ist Nein. Kaiserwasser. Ich denke an Kaiserwasser. Gut. Aber das ist Also ihr geheim. trefft euch 16 Uhr, einige Stunden später, Der zurück auf eurem Petilio ist Schiff. mal wieder voller Kreide. Naja, also das war doch ein ganz produktiver Abend. Ihr seid wieder da. Ich nehme an, euer Treffen lief gut.
Ja, der Typ hat mich gut in der Schulter erwischt. Also, oh, das würde ich morgen noch spüren. Kapitän, ja, ich nehme an, der produktive Teil eures Treffens lief gut. Ja, doch wachsende Ergebnisse. Rondegan Paligan war eher eine Enttäuschung. Er hatte zwar Informationen, aber er scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwie in dieser Sache Einfluss zu nehmen. Seltsam, ich dachte, der Mann wäre Reichsgeheimrat? Ja. Dieses Wort, genau. Nun, falls ihr einen anderen Hebel sucht, ich habe mir wohl sagen lassen, dass der örtliche Ableger des Handelshauses Störrebrand am Rande des Abgrunds steht. Und, falls es euch interessiert, offensichtlich kann man ihn und gewisse andere Gestalten wohl recht unkompliziert im Gasthaus Abstena, heißt es, abfangen, falls ihr einen direkten Draht sucht. Nicht, dass ich dies für euch übernehmen könnte, ich bin nicht gut in dieser Art von Gebräuchen. Ne? Nun, die Störrebrands wären wohl potenzielle Verbündete, wenn sie die Opfer von Marix, was auch immer sie treiben, sind. Ebenso. Falls die Beweislast, die ihr vorbringen könnt, nicht ausreicht, kann es nicht schaden, ein wenig mehr zu sammeln und notfalls zu fabrizieren. Ja, außerdem waren wir auf der Löwenburg. Wir konnten nicht mit Eila von Schattengrund sprechen, aber mit Bibanel Al-Barborin. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich nehme an, die Frau ist wichtig. Ja, sie steht der Senne Süd vor. Nun, kann sie uns denn mit Mann oder Material versorgen? Sie hat Unterstützung angeboten. Fürs Erste überlegen wir, ob wir ihr die Admiralin in ihren Schutz geben sollten. Dann kann sie sich ein Bild von ihr machen und sie wäre eine mächtige Fürsprecherin. Nach allem, was ich von der Mannschaft gehört habe, begnügt die Admiralin sich jetzt gerade immer noch damit, einen verhalten knappen Unterhalt von Schmollen an den Tag zu legen. Ich bin nicht ganz sicher über die Sache, aber ich sollte sie bald wieder in den Sattel befördern. Ich hatte auch derweil mit der Spektralität der örtlichen Magierakademie besprochen. Sie können ihr vielleicht bei ihrem Geisteszustand vielleicht etwas helfen, sie unterstützen, damit sie wieder auf, nun ja, bei Sinnen wird. Ich denke, wenn ihr jetzt zur Admiralin geht und ihr erklärt, dass sie Hilfe mit ihrem Geisteszustand braucht, wird sie einen von euch schlagen. Nun, das ich denke auch. Etwas diplomatischer vorgehen. Ich bin mir sicher, dass sie die Spektralität, wie sich mit störrischen Patienten auskennt. Ihr solltet ihr einfach wieder zu ihrem Posten verhelfen und der Rest wird sich geben, Kapitania. Nun, ich möchte ungern jemanden in eine Machtposition verhelfen, der dort an Amok läuft. Glücklicherweise haben wir, so wie ich das verstehe, bereits ein Ziel für den Amoklauf. Wir brauchen sie. Bei geistiger Gesundheit. Ja, und Abelmir, es ist nicht so, als hätte ich es noch nicht versucht. Mein Heimattempel ist auf diese Dinge spezialisiert und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass sie sehr ablehnend reagieren wird. Und das hat überhaupt nichts mit der Expertise von Oloran von Gareth Rotenfels zu tun. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Vielleicht kommt nichts mehr raus, aber wenn er ihr helfen kann, umso besser. Er wollte ein paar neue Nieten mitbringen. Ihr wisst, wie sich das anhört, ja? Ja, ich weiß, wie sie anhört, aber sie kennen sich mit solchen Patienten aus. Nun, vielleicht sollte ich sie dann auch begleiten. Gewissermaßen erstmal zur Burg als Geleitschutz. Und vielleicht kann ich mir von denen ja was abgucken. Oder die können sich von mir was abgucken. So oder so bringt uns das jetzt nicht direkt weiter. Was tun wir also während dieser Marix-Geschichte? Nun, da steht noch diese Einladung an. Das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Nun, wir waren kaum vom Schiff herunter. Da stand da dieser Maraskaner und überreichte uns eine Einladung zum Essen. Von Marix. Habt ihr diesen Zettel noch, Kapitana? Kam mein Name da auch vor? Er würde mich nämlich wundern, wenn... Ich denke, es waren keine Namen, da standen keine Namen drauf, oder? Die Helden? Nee, der war generell an euch gerichtet. Ja, sie können bestimmt mitkommen, wenn ihr wollt, aber... Nun, ich dachte mir nur gerade,
Dass es vielleicht doch sein Vorteil sein könnte, wenn ich erweigende Faust zu dem Mann gehe und meine Dienste anbiete. Oh, das könnte außerordentlich von Vorteil sein, vor allem da ich in Gang gesetzt habe, dass die Gerüchte streut werden, dass ein Nekromant und ein Dämonenbeschwörer nach Marek sucht. Das erklärt, warum ich während meiner Besorgungen manchmal schief angesehen wurde. Ach, ich glaube, das erklärt das nicht unbedingt. Da gibt es sicher andere Gründe, aber... Mir würde jetzt keiner einfallen. Euer Geruch nach Schwefel zum Beispiel. Nun, nee, tut mir leid, dass ich keine Möglichkeit hatte, mehr die Klamotte zu reinigen. Ihr wisst, mein Stollen Nummer 5 steht euch immer offen. Und er vermischt sich mit Schwefel zu einem... Nicht der Punkt. Nun, aber Kapitän, ja, ich erlinge eine solche Entscheidung in eurer Hand, falls ihr es für vorteilhaft haltet. Die Vorbereitungen für Plan B laufen wie am Schnürchen. Nun, solange wir keine spezielle Verwendung für euch bei diesem Abendessen haben, ist es wohl eher ein Vorteil, wenn sie euch nicht zu Gesicht bekommen. Oh, ihr kennt mich. Ich mache mich bei solchen Empfängen immer sehr schlecht. Glaubt ihr diesen Zettel noch, Kapitän? Darf ich mal sehen? Welchen meint ihr denn? Die Einladung? Die hat Abel mir. Ach, hier. Hier, bitte. Ist da das Siegel von Marix drauf? Ja, das ist das Siegel von... Oh, und jetzt können wir Handschriften vergleichen. Und eine davon ist beglaubigt. Aber nur, wenn er es selbst geschrieben hat. Oh, ich dachte eher an was anderes. Du willst fälschen, ne? Du willst das Ding fälschen. Dann haben wir zumindest mal eine gute Vorlage. Aber warte, wir können ja erstmal nicht ausreichen. Richtig, aber es geht ja schnell. Wir können ja erstmal schauen. Sind die Handschriften gleich? Welche Handschriften? Wir haben den anderen ja nicht mehr. Richtig, ich hab den da gelassen. Ja, okay. Deswegen habe ich ja danach gefragt. Ich bin Siegel. Okay, ich verstehe. Ich habe mich ein wenig umgehört. Neben dem ganzen Gerücht rein. Und auch wenn ich das, was ich, nachdem ich eigentlich gesucht habe, nicht herausfinden konnte, habe ich doch einige Gerüchte aufschnappen können. Mitunter scheint es wohl richtig zu sein, dass der gute Ruf der Admiralin an den Dreck gezogen wurde. Die meisten wissen nicht, wo sie sich aufhält. Sie vermuten nur. Einige vermuten, sie wären in Aranien. Einige vermuten, sie wäre tot oder hätte sich irgendwo anders in den Süden hin abgesetzt. Gebt mir mal bitte eine Schriftenkunde. Schriftenkunde, ne? Das gibt's, oder? Nein, es gibt nur Sprachenkunde. Ja, es gibt doch Schriftenkunde. Wirklich? Es gibt Schriftenkunde? Talent? Ist es ein Handwerk oder ein Wissenstalent? Aber du hast nur die Nein, es gibt, das ist auf Gesellschaft. Sprachenkunde siehst du? Es gibt schriftlicher Ausdruck. Ich habe schriftlicher Ausdruck. Den meine ich. Schriftlicher Ausdruck. Kryptographie geht aber auch. Aber mir hat nur die allererlesensten Talente. Das, was ein Kampfmagier eben so braucht. Philosophie. Komm, wer Philosophie nicht hat, geht am Leben vorbei. Ja, das ist richtig. Also gemeinsam, ihr habt den Brief zwar nicht mehr vorliegen, den habt ihr ja Paligan gegeben. Es ist nicht die gleiche Handschrift, aber es ist das gleiche Papier. Und wenn ihr mal so ein bisschen drüber streicht jetzt, das ist Perikumer Mühle, das ist Büttenpapier. Das wird hier in irgendeiner Papiermühle hergestellt. Gehen wir einfach in die Mühle und fragen, wer hat dieses Papier gekauft? Ja gut, so einfach ist es nicht, aber es ist das gleiche Papier aus Perikum. Hat leider keine Seriennummer. Aber das Siegel, also das Siegel ist ja eben auch das gleiche. Gut, halt irgendein Sphinx aus dem Haus, aber die Handschrift ist nicht gleich. Also ob das eine Ola geschrieben hat, wisst ihr nicht, weil ihr nicht wisst, wie Ola, aber Ola hat ja auch noch mehr in der Familie. Aber ich habe Marix Hüvelas Tagebuch. Ja, und damit könnten wir den Schriftabgleich machen. Hüvelas Handschrift ist es nicht. Also weder das eine noch das andere. Aber da lagen doch auch Briefe von ihrem Vater drin. Oder? Okay. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob vom Vater oder vom Bruder oder sogar von beiden. Außerdem, mir fällt gerade ein, können wir Hüvela umdrehen? Ja, das wollen wir nicht. Denn sie hat ein Kind.
Das ist eine winzig... auch eine gute Info, die ich mal haben möchte. Warte, kurz, Admin. Ich nehme an, Sabentino wird das im Laufe dieser Konversation irgendwie alles mitteilen. So, das gesagt ist. Also er hat keinen Grund, hiervon irgendwas geheim zu halten. Ich habe aber auch keinen Grund, alles nochmal rauszukotzen. Dann hole ich die Schriftstücke nochmal her. Also ich hab's ja extra für euch hier oben mitgeschrieben. Nun, ja, lass uns doch einmal sehen. Denn eine winzig kleine Entführung und ja. Also der Brief wurde von Ola geschrieben. Der Brief, der euch jetzt gerade vorliegt, aber das mit der Gespensterkrähe, das war jemand anderes. Okay. Damit ließe sich sicher etwas anfangen. Also, falls wir Beweise bräuchten. Und das entlastet ihn doch aber, wenn er den Brief nicht geschrieben hat mit der Gespensterkrähe. Ihn persönlich, nicht einmal seine Organisation. Das stimmt. Schließlich weiß Dalian Ballingan sicherlich auch nicht, was jeder einzelne Archenkapitän unter seinem Befehl tut. Ich könnte einen weiteren Brief aufsetzen. Im Namen von Ola. Selbe Handschrift. Selbe Schreibweise. Dann solltet ihr aber Sorge tragen, dass wir selbiges Papier in die Finger bekommen. Aber wenn das hier aus Pericum kommt, dann sollte sich das nicht als schwierig erachten. Papier ist doch eine Ausformung des Humus, oder? Ja. Aber dieses spezielle Papier so herzustellen, wird eine elementare Kunstfertigkeit erfordern, die vermutlich einen Diener nicht auf die Waage bringt. Ja, aber wir haben normalerweise auch ein Wasserzeichen. Und das kriegt von der Papiermühle, deswegen kann man feststellen, wo es her ist. Wenn man jetzt einen Humus-Gin ruft, um dieses Papier nachzudrucken, ja, ist okay. Lass ich zu, aber da braucht ihr schon Gin für die Kunstwerke. Okay, aber willst du wirklich jetzt 40 ASP rauskloppen, anstatt einfach auf einen Einkaufstrip zu gehen? Erlauben möglichst. Also ich würde es gerne machen. Aber mit Gin wäre es möglich, oder mit einer guten Beschwörung, wo du den Talentwert pushst, aber es ist eine Menge Astralkraft. Ja, das ist leider wahr. Ja. Weiter als das müssen wir auch erstmal nicht drüber nachdenken, glaube ich. Nee, alles gut. Ich bin auch der Meinung, wir sollten Evillas Kind entführen. Sprichst du das offen an? Ich glaube ja. Das, da war noch das eine winzig, ich im Kopf, seitdem eine ich gehört habe, dass sie ein Kind hat. Kapitän, ja. Und er sagt Kapitän, aber blickt kurz zu Diamantis rüber. Es stellt sich wohl heraus, dass Villa Marius Ecker, ihr wisst schon, die uns Bekannte, aus einer Zweckehe wohl ein Kind hat. Einen elfjährigen Jungen, wie man mir sagte. Und? Ich bin mir sicher, werde der Junge natürlich rein vorsichtshalber in unsere Obhut übernommen, um ihn aus der Schusslinie zu halten, wäre sie sicherlich gleichzeitig auch geneigt, sich kooperativ zu zeigen und das verdorbene Konstrukt ihres Familienverbandes einstoßen zu wollen. Schließlich möchte sie natürlich auch das Kind nur in Sicherheit wissen. Also ihr sprecht davon, dass wir es als Mündel aufnehmen. Zeitweise, ja. Er spricht von Kindesentführung. Sobald die Stadt befriedet ist und von einem verdorbenen Einfluss der Bakterien befreit, lässt es sich selbstverständlich leicht und zügig wieder in die Obhut der sorgsamen Eltern überführen. Das Problem ist, was, wenn sie nicht auf euren Erpressungsversuch eingeht? Wollt ihr das Kind dann umbringen? Dazu bin ich nicht bereit. Dann werden wir das Kind nach aller Sorgsamkeit bewirten und sicherhalten, bis die Stadt befreit ist. Nun, ich denke, dass Villa Marix Fuchsecker lange genug bei uns an Bord war, um zu wissen, dass wir dazu nicht bereit sind. Und nun ja, das stellt nicht gerade ihre Kooperativität sicher. Also, Frage ans Opfer, hat die Frau der Serpentil überhaupt intensiv kennengelernt? Nein. Okay, gut zu wissen. Ich bin auch dagegen. Also ich meine, wenn wir ein Kind jetzt aus der Schusslinie herausnehmen würden, das hätte meine volle Unterstützung. Aber wir können doch kein Kind entführen. Ja, da gebe ich dir euch allen recht, wenn kein Kind entführen, solange ich hier bin. Nun gut doch. Ich schlucke es natürlich nur vor.
Dafür der Mann ist noch ein Blick zu. Wir sollten jeden Vorschlag sammeln. Wir müssen reden. Ihr macht im Keller ein großes Whiteboard auf. Nun, die Frage ist, was wir tun, wenn Ola Marix tatsächlich bei diesem Abendessen versucht, uns zu erpressen. Naja, ich wünsche ihm viel Glück dabei. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass er diese Dinge, die Hyvilla über uns notiert hat, herauszieht, um hier in Pericum eine Anklage zu forcieren. Nun, naja, ich bin Adliger des Mittelreiches, aber mir, das ist doch bestimmt irgendwas wert, oder nicht? Nun, da steht euer Wort gegen seins und ihr seid ein Adliger, richtig? Natürlich, der niedrige Pöbel, wie kann er es wagen? Habe ich das gut gemacht, aber mir? Er ist allerdings nur vom Mittelgut im Leumund. Er ist ein Adliger, ein Ehrenritter des Haus Garret. Wenn das nicht zählt, dann weiß ich nicht. Nun, und Abelmir kann nur von einem Gildengericht angeklagt werden und ich nur von der Lex Zwergia. Also, wir sind sicher. Sollten Sie mich anklagen, würde das außerdem einen diplomatischen Konflikt mit Aranien provozieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, meinen Namen kennen Sie gar nicht. Ich möchte einen Vorschlag zur Güte einreichen. Wir vermuten doch, dass Marix Fuchs Beweise gegen uns hat. Nun, wenn er diese Beweise nicht mehr hat, dann hat er kein Druckmittel gegen uns. Wir könnten einsteigen und diese Beweismittel an uns bringen, bevor wir seine Einladung annehmen. Weil ein solcher Mann Kopien hat? Nun, Kopien sind keine Beweise. Beweise sind ja